Weiter geht es mit Life is Feudal, Forest Village. Wir haben ein neues Forest Village, weil unser altes, naja, man hat es ja kommen sehen. Das war's dann. Das heißt, wir fangen erstmal schnell neu an. Und vielleicht, weiß ich noch nicht. Machen wir jetzt 2 Jahre erstmal beim ersten Mal, ob das dann so bleibt oder nicht. Sehen wir denn? Erstmal müssen wir jetzt gucken, wo ist denn hier unser Brunnen? Da, das ist natürlich ganz schön schlecht. So, hier können wir unser Feld hinmachen. Machen wir erstmal ein etwas größeres Feld. Machen wir es 20x14, das sollte dann reichen. So, können wir... Wege. Also erstmal brauchen wir auf jeden Fall hier einen Weg. Logischerweise. Dann können wir zwischen den Häusern Wege bauen? Nee. Ist natürlich ungünstig. Aber wir können ja außenrum einbauen. Dann könnten wir zum Beispiel... Also auf jeden Fall braucht man noch einen Fischer. Erstmal müssen wir natürlich wieder uns um die Nahrungsversorgung für alles kümmern. So, setzen wir den mal... Obwohl, das ist direkt auf diesem Weg, ne? Da ist Haus, das heißt, da ist Weg. Noch einen weiter raus. So. Setzen wir da den Fischer. Und dann brauchen wir noch einen Jäger. Jäger würde ich vielleicht hier direkt hinsetzen. Oh, da steht, da ist irgendwas im Weg. Ich sehe es nicht. Ist nicht planiert. Ist natürlich schlecht. Dann setzen wir den Jäger ein bisschen weiter raus. Oder auch nicht, weil es trotzdem nicht geht. Na gut, dann lassen wir den Jäger erstmal und dann bauen wir hier. Wie ich mir das gerade so gedacht habe, unsere Apfelplantage hin. So. Dann geht der Weg hier weiter. So, dann haben wir das nämlich alles schön nah bei den Häusern. So, Scheune passt auch noch. Und dann können sie entweder hier durchgehen oder... wir können auch das hier nochmal abreißen, dann können wir hier so einen Weg lang machen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also, Moment. Abriss. Dann setzen wir das Feld einfach daneben. Da. Und das Feld. Dann können wir nämlich hier noch so einen Weg lang machen, der hier hoch geht. So. 20x14. Das sollte erstmal reichen für einen Anfang. Und dann brauchen wir noch einen Brunnen, den wir hier nirgends hinsetzen können, weil dieses Gelände total doof ist. Da bräuchten wir hier einen. Und dann müssen wir überlegen, wo wir den nächsten hinsetzen. Am besten hier erstmal. So. Das sollte fürs erste Jahr, denke ich mal, reichen. Dann würde ich sagen, zuerst priorisieren wir das Feld. Und dann teilen wir auch mal Baumeister ein. Machen erstmal 4 Baumeister. Das Ganze muss etwas schneller gehen. Sprühen wir ein bisschen vor. Ah, machen wir 5. 5 ist in Ordnung. Dann können sie das jetzt erstmal abbauen. Und wir können natürlich den übrigen Leuten sagen, dass die für uns sammeln gehen sollen. Weil wir brauchen momentan jeden Scheiß. So, wenn das Feld fertig ist, können wir dann die anderen Sachen priorisieren.
zum Beispiel diesen Brunnen. Oder das und das. So. Die Wege sind nämlich eigentlich erstmal unwichtig, aber die machen sie trotzdem. Ist aber auch nicht so verkehrt, weil dann sind sie auch schneller unterwegs. So, dann kommt hier noch der Weg hin. So, und so wie wir das haben, geht sofort los mit dem Feldanbau. So Jungs, macht das Feld fertig. Hopp, hopp. So. Dann halten wir kurz die Zeit an. Nehmen Bauarbeiter weniger. Drei Leute aufs Feld gejagt. Und da kommen Kartoffeln drauf. Jetzt bauen sie den hintersten Brunnen zuerst. Achso, weil wir den wahrscheinlich als letztes priorisiert haben, ne? Hier, der hier hat jetzt Prio. Die Leute müssen sonst zu weit laufen zum Wasser holen. Das ist natürlich ungünstig für uns. Das interessiert unsere Bauarbeiter allerdings nicht. Nun gut, aber ich denke, es wird trotzdem reichen. So, dann brauchen wir aber trotzdem noch eine Jagdhütte. Wir könnten die hier oben hinstellen. Das Gelände hier ist sehr unschön, muss ich sagen, zum Bauen. Oder wir stellen den Jäger hier hinter. Kriegen wir hier zwischen? Ja, hier zwischen sollten wir einen Weg lang kriegen, denke ich mal. Können ja mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Können wir sogar den noch einmal darüber setzen. So. Und dann machen wir den einfach hier weiter und bauen den Jäger direkt dran. So. Der Fischer wird auch gebaut. Wir machen das alles jetzt mal ein bisschen kompakter. So, das heißt noch ein Baumeister weniger, der wird Fischer. Wie viel brauchen wir hier? Einen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können noch einen Baumeister abziehen. Der kümmert sich hier um die Bäume. Und der letzte Baumeister wird dann Jäger. Damit wir wirklich von allem so ein bisschen haben. Und dann brauchen wir noch die Holzhütte für den Winter. Genau, den Holzhackplatz. Den könnten wir hier hinstellen. Da ist er relativ zentral an der Scheune. Oder wir packen den einfach direkt auch hier hinter, so wie den Jäger. Da müssen wir jetzt mal gucken. Hier geht unser Weg lang. Das heißt, der kann hier hin. Unser Baumeister klopft fleißig die Wege. Das ist gut. So, und die Jungs kümmern sich um das Feld. Es läuft alles. Oh, wir hätten vielleicht natürlich Pause auch noch sagen müssen, dass er Äpfel anbauen soll, sonst weiß er natürlich nicht, was er machen soll. Der Fischer hat sich zu Tode gehungert. Welch Ironie. Aber da wir eigentlich genug Fisch haben, würde ich dann den Baumeister zum Jäger machen. Oder wir nehmen ihn für das Holz. Ist vielleicht schwierig. Wir brauchen von allem ein bisschen. Ah, irgendwie wird das schon gehen. Wir kriegen das schon irgendwie hin.
glaube, wir nehmen den Baumeister dann erst für den Holzhackplatz. Damit wir ganz einfach für den Winter vorgesorgt haben, weil im Winter können ja unsere Bauern dann jagen oder angeln oder was auch immer. So, er wird dieses Jahr keine Ernte einbringen, das weiß ich jetzt schon. Aber dann haben wir für das nächste Jahr schon mal die Bäume. Na komm. Dauert alles immer so ein bisschen. Wir werden jetzt auch mal weniger gucken, dass wir uns schnellstmöglich mit vielen Feldern weit expandieren oder sonst was. Versuchen das jetzt alles so nah wie möglich hier zu bauen. Aber wir können ja mit den Ressourcen, brauchen wir nicht geizen. Das ist ja nicht so wild. So, wie weit ist der Holzhackplatz? Braucht noch ein bisschen. 20 Steine hin, ein bisschen Heu. So. Oh, jetzt noch die Arbeitseinheiten reingehackt und dann ist das hier auch fertig. Unsere Bauern sind fleißig am Werkeln, das ist gut. So, dann können wir die Zeit eigentlich direkt vorspulen. Wir sind jetzt im Frühsommer. Der Bauarbeiter wird jetzt abgezogen. Der wird jetzt für uns gleich Holz hacken gehen. Und dann wollen wir hoffen, dass die nächsten Kinder, die nächste Generation bald mal erwachsen wird. Dann wird nämlich unser nächstes Ziel eine Schule sein. Wieder mal. Müssen wir mal gucken, die werden wir vielleicht hier so hin platzieren oder so. Das ist eigentlich egal, wo die steht. Und da müssen wir gucken, dass wir vielleicht schon demnächst mit Werkzeug anfangen. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Grundversorgung hinkriegen, was Obst und sonst was angeht. Und das dauert ja auch noch ein bisschen. Dann können wir zum Beispiel hier schon planieren. Können wir direkt hier von der Kante planieren? Das ist ja ein großes Gebiet. Das ist ganz schön hoch, ne? Ich glaube, wir würden das trotzdem so nehmen. Ja, falls wir dann irgendwann einen Bauarbeiter haben. Erstmal geht es jetzt nur ums Essen und dann gucken wir mal weiter. Oh, da ist jemand erwachsen geworden. Aber brauchen wir momentan noch irgendwas? Ne, der kann hier jetzt erstmal schön alles einsammeln für uns. Dass wir wieder ein paar Ressourcen haben, gerade auch Holz. Wir haben kein Holz mehr. Das heißt, unser Holzmacher geht jetzt auch erstmal mit. Dann können sie das hier alles schön absammeln. Aber wir können ja einen zum Baumeister machen. Dann können sie nämlich hier schon mal anfangen, die Fläche zu machen. Damit wir dann hier neben eine Scheune bauen können, damit das mit dem Abbau schneller funktioniert.
So, unsere Bäume, die wachsen noch. Das wird noch dauern. Wie gesagt, also ich denke mal nächstes Jahr erst. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Aber ich mag es. Es ist ein schönes Spiel. So, unser Baumeister kümmert sich hier um unser tolles Feld. War dann nämlich erstmal jahrelang abzubauen. Aber das ist nicht so schlimm. Unsere Kinder werden ja mit der Zeit auch erwachsen. Aber noch ein Jäger wäre halt wirklich nicht schlecht. Obwohl wir halt auch wen brauchen, der Feuerholz macht. Na gut, die Jäger machen wir dann drei im Winter rein. Dann können die hier erstmal alles mitnehmen. Noch Spätsommer. Unser Feld ist halt echt weit weg von einer Scheune. Und die müssen das immer alles zur Scheune bringen. Und da müssen wir gucken, dass wir vielleicht hier eine hinsetzen, dass wir dann daneben noch ein Feld machen können. Schauen wir mal. Noch ist unser Baumeister ja voller Tatendrang. 10 Sachen muss er noch abbauen. Und dann kann er hier erstmal loslegen mit Wegräumen, Umschaufeln. Oh, wir haben noch einen freien. Warum haben wir denn einen freien? Dann lassen wir den gleich mal jagen gehen. Da muss er halt doch alleine abbauen, der gute Baumeister. Aber dann haben wir auch ein bisschen Fleisch. Und eine ausgewogene Nahrung ist schließlich das Wichtigste. So, wie weit ist er? Naja, eine Sache noch abbauen. Und dann muss er erstmal wegtragen. Da wird er genug zu tun haben. Unsere Kinder könnten jetzt langsam älter werden. Das wäre schön. Ich weiß gar nicht, wo unser Baumeister überhaupt ist. Warum holt er denn von da hinten irgendwas? Könnte er sich bitte hier um diese Fläche kümmern? Das ist ein Typ. So, entfernen und wieder rein und dann sollte es auch wieder gehen. Ach ja, ich sehe das Ganze ganz zuversichtlich. Wir sollten das jetzt irgendwie hinkriegen. Sollte so langsam vorwärts gehen. Im nächsten Jahr haben wir dann halt erst die Äpfel, aber das ist ja nicht so wild. So, sonst, was macht unser Feld? Ihr baut nochmal an. Was haben wir denn? Herbst. Oh, da bin ich gespannt, ob das klappt. Oh, es fängt an zu wachsen. So, mal gucken. Nö, keine Ahnung, was unser Baumeister macht. Er düst immer noch hier hinten rum. Nun gut. Was soll's. Oh, nochmal 200 Sachen vom Feld. Oh, stopp. Und bitte einsammeln. Kannst du auch einsammeln? Nö, dann bau weiter deine Bäume. Na, wollen wir mal hoffen, dass unser Baumeister irgendwann mal anfängt. Oh, die Pflanzen werden braun, nicht schön.
vielleicht lassen wir die auch, dass wir die noch nicht zu Fischern machen. Das ist, wir könnten auf jeden Fall noch einen Jäger gebrauchen. Das ist ganz klar. Und sonst, mal sehen. Oh, wie weit sind sie? Oh, es geht. Haben sie noch mal ein bisschen was vom Feld geholt. So, und damit fängt es an weiß zu werden. Wir ziehen Leute von den Feldern ab. Und von der Plantage. Und wir nehmen einen zweiten Jäger. Hm, wir können ja einen Fisch machen lassen. So, dann nehmen wir noch einen Baumeister. Dann haben wir zwei Sammler, zwei Baumeister. Oh, nein. Wir nehmen nur einen Sammler, weil einer muss Feuerholz machen. So, dann kriegen wir nämlich jetzt auch die anderen Sachen so ein bisschen rein. Ich weiß nicht so genau, warum die Baumeister nicht das Priorisierte machen. Ich könnte das ja nochmal hochsetzen. So. Ziehen wir die nochmal ab, dann packen wir die wieder hin. Vielleicht fangen sie es dann mal an. Vielleicht auch nicht. Sieht nämlich immer noch nicht so aus. Na gut, aber so viel ist hier gar nicht mehr für die abzubauen. Das heißt, sie sollten ja langsam anfangen. Obwohl, da ist noch ein Stein, da sind noch ein paar Steine. Auf jeden Fall kommen wir diesmal locker über den Winter. Da sehe ich kein Problem. Ja, Winteranfang. So ist das. Schön kalt. Da müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie erstmal alles andere bauen und dann. Eigentlich wäre ein freier Mitarbeiter immer klasse, so wegen Holz. Wie sieht's hier aus? Hat sich immer noch nichts getan. Scheinbar haben unsere Baumeister keine Lust. Aber so viel ist wenigstens nicht mehr hier, was wir noch abbauen. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber was soll's? So viel kann ich halt nicht sagen, wenn hier gerade nicht viel passiert, außer dass die Leute von A nach B laufen und nicht das machen, was sie sollen. Aber zwei Kinder haben wir noch. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht hier auch noch ein Wohnhaus hinstellen. Oder hier hinten, direkt dahinter. Was haben wir denn hier so für Gebiet? Oh, das ist ganz schön steil hier nach oben. Und es wird wieder morgen. Ich weiß noch nicht so genau, was die hier machen. Es könnte sein, wir haben ja am Anfang so ein großes Gebiet markiert, dass sie da alles abbauen können. Vielleicht machen sie das jetzt zuerst. Warum auch immer, wenn es nicht priorisiert ist. Aber scheinbar ist ihnen das wichtig. Und zusätzliche Ressourcen sind ja auch nicht verkehrt. Wurde hier gerade was weggeräumt? Oh ja, es ist sogar alles abgebaut. Das heißt, sie holen jetzt endlich das Zeug ab. Das
So, wir haben noch 21 Werkzeuge. Aber wir könnten auch auf die planierte Fläche erstmal noch mehr Felder machen, mit mehr Wohnhäusern. Schauen wir mal. Erstmal muss die Fläche ja gemacht werden und noch räumen sie nur auf. Aber ich denke, diesmal sollten wir das ganz solide hinkriegen. Oh, 200 Holz, das ist schön. Brennholz haben wir auch ein bisschen auf Vorrat noch. Vielleicht wird bis zum Frühling auch noch ein Kind erwachsen. Das wäre ganz praktisch. Hier, du darfst jetzt mitbaumeistern. Damit das hier auch richtig schön schnell vorangeht. Jetzt müssen wir das Erz noch holen und dann können sie anfangen zu planieren. Oh, wir sind im Winterende. Beeilt euch. Dann kommt gleich der Frühlingsbeginn und dann kommt Frühling. Wie viel kriegen wir von einem Feld? 800. Okay. Und dann haben wir dieses Jahr auch noch wirklich Früchte dann dabei. Kleine Bär. Keine Sorge. Jetzt kommen wir und machen hier alles platt. Dann wirst du hier keinen Lebensraum mehr haben. So, Frühlingsbeginn. Und die Fläche wird planiert. Wunderbar. So, und so wie Frühling ist, müssen wir jetzt darauf achten, direkt auf Pause gehen und die Leute wieder ordentlich zuweisen. Das heißt, wir nehmen den Fischer raus. Den Holzhacktypen und wir ziehen vielleicht einen Baumeister ab. Leider ist nämlich kein Kind mehr. Oh, Frühlingsbeginn. Ah nein, wir brauchen auch Frühling, nicht Frühlingsbeginn. Bisschen verwirrt gerade. Hier kann man vielleicht auch noch einen Jäger abziehen. Finde ich zwar nicht so schön, aber Frühling. So. Oder wir ziehen, ja, komm, wir ziehen zwei Baumeister ab, den Fischer und den Holzhacker. Dann geht einer zu den Bäumen, drei aufs Feld und gleich geht's los und dann fangen sie damit an. Das ist schön. Jetzt. Oh, arbeitet fleißig, meine Bienen. Wie weit ist unser Baumeister? Bei 12. Na, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber es ist ja auch ein großes Feld. Ich weiß halt nicht, was wir momentan zuerst machen sollten. Ich würde vielleicht erst hier noch eine Scheune hinsetzen. Dass wir die direkt am Feld haben. So, wir haben jetzt noch einen Erwachsenen mehr. Den machen wir erstmal zum Baumeister. So, und die Bäume tragen langsam Früchte. Sind zwar erst 20, aber es geht ja vorwärts. So, was macht unser Feld? 17. Das dauert ja ewig. Was macht ihr da eigentlich? Lauft ihr nur im Kreis?
19. Ja, das dauert wirklich ewig. Aber dieses Jahr haben wir Äpfel. Da sagt der schnell wachsend. Hier geht ungefähr gar nichts vorwärts. Wieso ist hier eigentlich so ein Frühlingsgewitter? Was ist hier los? So, unsere Kartoffeln wachsen auch schon. Und wir kriegen dann noch einen Erwachsenen, das ist echt wenig. So, da haben wir ne. Und der geht auch erstmal mit zum Planieren. Das Planieren in Your Own, also dem normalen Liv. Das ist echt so eine Jahresarbeit, ne? Wenn du da so eine Fläche hier machen willst. Da sitzt du garantiert. Also wenn du es alleine machen würdest, 1-2 Wochen dran. So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier weiter planieren. Dass wir vielleicht hier noch was dranhängen. Da müssen wir die Stellen verbinden. Ja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Erstmal müssen hier noch 50 Felder gemacht werden. Das dauert. So, wie sehen unsere Äpfel aus? Sie wachsen sehr langsam. Ich glaube, er hat schon die ersten Äpfel weggebracht, kann das sein? Nee, doch nicht. Ja doch, oder? Ich bin mir gerade unschlüssig. Na gut. So, die Hälfte haben sie. Endlich mal. Autosave. So, sieht aber alles ganz gut aus. Geht vorwärts. Nahrung hat sich gut verteilt. Na komm, die sind doch fertig. Die paar Äpfel. Na ja, 50 noch 30. Das ist schön. Ich weiß übrigens gar nicht, wie das Ganze ankommt. Während ich die Folge hier aufnehme, ist die erste noch nicht mal hochgeladen. Und mache das Ganze jetzt so ein bisschen im Vorlauf, weil ich momentan recht wenig Zeit für Aufnahmen habe. Und dann will ich aber halt immer was bieten. Kennt ihr ja von mir. Und deswegen muss ich halt ein paar Projekte im Vorfeld fertig haben, dass ich die dann einfach hochladen kann, beschriften kann. Und dann einfach nur für euch preisgeben kann, weil sonst sitzt ihr halt auf dem Trockenen. Also falls das hier jemand überhaupt dann gucken sollte, weiß ich ja noch nicht. So, wieso ist denn jetzt hier schon wieder was man abbauen muss? Noch 20. Ja, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt hier die Scheune. Die Leute laufen so weit weg die ganze Zeit. Und eine zusätzliche Scheune ist auch nicht verkehrt.
Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht hier noch einen Brunnen hinsetzen oder so. Auf jeden Fall kommen wir locker über die Jahre jetzt. Wir müssen aber... Vielleicht wäre ein Förster nicht schlecht. Aber wo setzt man denn hier einen Förster hin? Der muss ja hier hinten irgendwo sitzen. Ich weiß gar nicht, ob mehr als zwei Jäger momentan sinnvoll wären. Ich glaube, die machen das hier schon ganz gut. So, ungefähr 10 noch, das ist in Ordnung, also 14, 13 und dann haben wir die Fläche planiert, dann können wir das Feld bauen. Oh, unsere Früchte werden aufgefüllt, voll Erntezeit. So, wie schaut's? 6 noch. Dann los. Wir können auch später den Jäger wegnehmen und mal sehen, dass wir vielleicht da hinten einen hinsetzen, also hier an die Kante und dann wieder mit einem Hühnerstall daneben. Oh, was ist hier los? Oh. So, weiter geht es. Das Spiel hat irgendwie gesagt, ja, nö, jetzt nicht mehr. Und dann waren wir gerade wieder bei 40 runter, dann habe ich noch ein bisschen laufen lassen. Und das heißt, jetzt brauchen wir noch die 7 Punkte und dann diese, also diese bauen müssen. Und dann haben wir vielleicht planiert. Dann können wir bauen. Hoffe ich. Was ist im Lager? Da ist Holz mit drin. Gut, gut. Das heißt, wir müssten hier vielleicht irgendwo einen Förster hinsetzen. Da wir einfach Holz brauchen momentan. Und generell wäre das vielleicht gar nicht mal so die dumme Idee. Dann setzen wir den hier hin irgendwo. Wenn er denn mal irgendwo passt. Hier ist gut. Mal hier. So. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Hoffe ich. Aber eigentlich ist das auch nicht so die optimale Lösung. Oh, die Fläche scheint fertig zu sein. Das ist schön. Dann können wir... eine Scheune. Hier rum steht die, so rum. Die kommt hier hin. So, was brauchen wir denn da an Holz? 90, das kriegen wir sogar. Das ist schön. Unser Holzturm. Försterhaus ist fertig, das heißt, wir nehmen Baumeister weniger, packen das hier hin. Und da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht schon Steinwege ziehen. So. Auf jeden Fall geht's gut vorwärts. Nach der Scheune müssen wir gucken. Wir könnten dann hier einen Weg lang ziehen. Ein Haus hin. Also ein großes. Ein Brunnen daneben. Und dann hier noch ein Feld. Oder wir machen das erst, dass wir das Feld bauen, weil wir müssen dann gucken, wie groß. Und dann sehen wir weiter.
Wir wollen ja vor dem Haus auch noch eine Schule bauen und deswegen wäre vielleicht sinnvoll, erst das Feld zu bauen. Ja, dann gucken wir erstmal. Dann bauen wir erstmal noch ein Feld, was wir dann erst im übernächsten Jahr oder so benutzen. So, 19 mal 19 ist für 3 Leute. Und 19 mal 19 ist schon verdammt groß. Oder nee, 18 mal 18 war für 3 Leute. Aber wir müssen mal die Zeit anhalten. So, also das ist für 3 Leute. Da ist dann hier ungefähr der Ausgang, da haben sie es direkt hier. Dann kommt, Moment, hier erstmal Weg hin. Oh, wir dürfen hier nicht hochbauen. Dann müssen wir es so machen. Dann können wir da in die Nische den Brunnen stellen. Das ist eigentlich ganz gut. So, hier ein Weg drumherum. Dann kommt hier ein Brunnen hin. Vielleicht machen wir hier hinten auch noch einen hin. Müssen wir dann sehen. Obwohl ein Brunnen am Feld sollte reichen. Und dann können wir uns erstmal um das hier kümmern. Hier müssen sie nicht einsammeln, das schaffen sie nicht mehr. Das heißt, wir können die drei schon mal abziehen. Und er sammelt bitte ein. Und die anderen, also wir brauchen einen für Feuerholz. Braucht man noch einen Jäger? Eigentlich nicht. Dann nehmen wir einen Fischer davon. Ja. Oder machen wir zwei Fische? Ja, versuchen noch ein bisschen mehr zu jagen. Er holt jetzt das letzte Obst rein. So, das Feld wird auch gebaut. Wunderbar. Und da müssen wir halt langsam gucken, wegen einer Schule. So, das Feld können wir jetzt leer machen. Kann er nochmal abbauen. Ach ne, kann er nicht, weil er nicht mehr da ist. Ach egal. Oder? Wir lassen ihn noch drauf. Solange bis es endgültig gefroren ist. So, für wie viel? Für 3 Leute, genau. Da brauchen wir halt hier gegenüber dann später das Wohnhaus. Jetzt müssen sie erstmal den Weg machen, damit ich sehe, wo wir bauen können. Dann brauchen wir auch noch einen Brunnen. Ja, genau, der kommt hier hin. So, jetzt können wir aber abziehen. Der kann dann mit Holz bauen. So, dann gucken wir jetzt mal wegen der Schule. Schule. Wo ist die groß? Ah, die können wir aber auch woanders hinbauen. Die können wir hier noch irgendwo mit zwischenklatschen. Ah, können wir nicht, weil nicht planiert ist. Dann können wir die auch hier hinten theoretisch hinmachen. Setzen wir die einen weg. Manchmal mal gucken, wo der Rand ist. So.
Es kostet uns zwar viel Heu, aber viel Heu und viel Holz, aber wir brauchen es einfach. So, dann können wir einen abziehen und der geht zum Beispiel Heu sammeln. Ich weiß gar nicht, ob das im Winter überhaupt möglich ist. Aber wenn ja, wird er das jetzt tun. Hoffe ich zumindest. So, dann können wir nämlich bei dem Feld sagen, ach nee, können wir nicht. Wir müssen die noch hier arbeiten lassen, weil das Wohnhaus, die Wohnhäuser hier einfach näher sind. Oh, es sieht nicht so aus, als ob wir Heu kriegen. Könnte aber auch daran liegen, dass der hier gerade mitschleppt. Also priorisieren wir das Ganze. So. Und dann wollen wir mal hoffen, dass er es dann macht. Weil die Schule wäre wirklich sehr wichtig. So, und dann können wir gucken, das war vielleicht... hier noch Bäume hinpflanzen und dann hier so ein Wohnhaus hinsetzen oder so. Da müssen wir mal gucken, was das an Platz verbraucht. So, Heu wird scheinbar immer noch nicht geholt. Aber Lehm wird schon mal hingebracht. Da brauchen wir später auch noch eine Lehmmine. Na gut. So viel zu tun. Aber ich muss sagen, die Früchte reichen scheinbar über den Winter. Also was Obst ist jetzt momentan. Aber Heu wird trotzdem nicht gut. Scheint es wirklich im Winter nicht zu geben. Obwohl wir es hier sehen. Na gut. Salz. Liegt einfach daran, dass sie hier immer noch den ganzen Mist hintragen. Das ist ja auch nicht wenig. Durch Holz, Steine, Erze. Eigentlich unglaublich, was so eine Schule alles frisst. Wir könnten unseren Feuerholz-Junkie kurz abstellen. Der kann damit beim Schleppen helfen. Weil Feuerholz haben wir momentan genug. Weil umso schneller das hier fertig ist, umso schneller können sie dann Heu holen. Es geht vorwärts, ist schön. Und es sieht besser aus als sonst. Also jetzt nicht vom optischen her, sondern so von den von der Versorgung her. Aber das wird ab nächsten Jahr schon schwierig, weil dann unser Brot alle ist. So, Winterende. Heu holt trotzdem niemand. Ich vermute, dass es vielleicht im Winter wirklich nicht geht. Ob das so ist, sei erstmal dahingestellt. Was macht denn unser Baumeister Schönes? Er chillt zu Hause. Okay. Thank you.
Und dann brauchen wir auch theoretisch noch eine Steinmine. Dann würde ich die ganzen Steine erstmal sammeln können. Wir können ja mal gucken, ob die Leute Steine sammeln gehen. Da sind kaum noch Steine. Zumindest wurden da gerade Holz geholt. Ich glaube, das war der Förster. So, Frühlingsbeginn. Das bedeutet für uns, der Part ist vorbei. Wie gesagt, waren jetzt 2 Jahre, wir sind jetzt im 3. Jahr. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Vielleicht machen wir den wieder doppelt. Muss ich schon mal gucken. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen und tschüss.